Bauernhof ist kein Ponyhof. Aber Bauernhof ist auch Paradies. Andere Leute gehen ins Fitnessstudio, ich gehe auf den Hof. Ich weiß echt nicht, was ich gar nicht gerne mache. Also die Tiere sind jetzt nicht mein Thema. Ich habe Angst davor, dass ich mal Langeweile habe. Also ich bin ganz froh, dass ich hier wirklich einen vollen Tag habe. Wir leben das ein Stück weit auch, dass die Arbeit ein großes Stück weit auch Lebensinhalt ist. Der Biohof Hoher Schönberg im Klützerwinkel nahe der Ostsee. Hier arbeiten sie noch wie früher, mit alten Maschinen und wenigen Tieren. Kleinbäuerlich. Es ist Juni, morgens um 7. Die Schweine denken zu dieser frühen Stunde längst noch nicht daran, aufzustehen. Anders nebenan, im Kuhstall. Ist gut, gleich ohne Momente. Vor 8 Wochen haben gleich 2 Kühe Nachwuchs bekommen. Luth arbeitet seit 2 Jahren fest auf dem Hof. Auf eines will er morgens nicht verzichten. Weil der Kaffee dann am besten schmeckt. Wir haben keine Keime in der Milch. Wir lassen sie jeden Monat testen. Und das Ergebnis ist bisher immer sehr zufriedenstellend. Alle Jungtiere auf dem Hof bleiben die ersten Monate bei ihren Müttern. Und das gab's hier noch nie. Zwillinge. Vorgestern hat diese Kuh die beiden geboren. Es war ja auch was Besonderes, dass die Kuh auf der Weide gekälbert hat. Und wir haben morgens geguckt, ob das Kalb da ist. Und dann haben wir ein Kalb gesehen, okay. Und dann war ich schon so, lass uns jetzt in den Stall gehen, damit das Kalb und die Mutter Ruhe haben. Und dann schaue ich so, da war dann ein zweites Kalb. Das ist für mich immer noch was Besonderes. Also ich sehe die beiden an und denke so, ach herrlich. Und sie kümmern sich jetzt ums Frühstück für die Schweine. Regelmäßig kommen Waldorfschüler für 3 Wochen, machen hier ihr landwirtschaftliches Praktikum. Etliche von ihnen sind aus der Stadt, wie die 15-jährige Olivia. Ganz am Anfang hatte ich ehrlich gesagt total viel Angst vor denen, aber dann habe ich mich dran gewöhnt und die sind eigentlich super süß. Also unten ist auch noch ein Schwein, das heißt Lotta, und man kann das auch kraulen und so, ist super süß, also ist fast wie ein Hund. Sie haben hier alles, was sie für ein schweinegerechtes Leben brauchen. Zurzeit gibt's keinen angestellten Tierpfleger, außer Luth. Da kommen die Schülerpraktikanten gerade recht. Es ist hier total frei so. Man kann jede Aufgabe machen, auf die man Lust hat. Aber man sollte es auch ausprobieren. Und mit Pausen und so arbeiten wir dann bis 7, 6 Uhr so. Es macht halt Spaß. Jede Menge Beschäftigung für die Schweine. Sie sollen sich ihr Futter auch selber suchen. Das Gras auf der Wiese schon vertrocknet. 3 Galloways und die Jersey-Rinder stehen hier. In diesem Jahr war das Frühjahr einfach zu kalt und es hat zu wenig geregnet. Bauer Jörg Altmann ist der Chef hier. Er muss jetzt schon bei seinen Mastrindern zufüttern. Dabei ist es erst Juni. Die Rinder finden auf der Weide einfach nicht mehr genug Grünes. Sie bekommen die Reste aus der Ölmühle vom Hof, den Presskuchen und Heu. Jörgs Biohof will mehr sein als andere. Hier geht es ja darum, dass wir uns eben für Artenschutz einsetzen, dass wir uns auch für ein soziales Miteinander einsetzen, dass wir diese
so, dass wir auch in dieser Form von sozialer Landwirtschaft, die wir betreiben, dass wir da auch ganz viel Sinn alle zusammen drin sehen, manchmal auch, wenn es sehr schwer ist. Und das ist diese nachhaltige Sinnhaftigkeit, die ganz viele Menschen hier in diesem Betrieb sehen, die lässt uns auch manchmal diese harten Zeiten dann mit Freude bewältigen. Großes Manko, der geringe Verdienst. Wenn man viel Geld verdienen will oder einfach durchschnittlich Geld verdienen soll, dann ist man hier garantiert falsch. Das geht mir ja selber auch so. Das Geld, was wir hier verdienen, das meiste ist einfach für den Erhalt des Betriebs, dass der überhaupt wirtschaftlich ist. Oft kommen auch freiwillige Helfer, Woofer, die für Kost und Logis arbeiten. So wie Clara Becker und Katharina Strauß. Sie sind schon ein paar Wochen hier, bleiben rund 3 Monate. Und unterstützen auch Lut bei den Kühen. Einige Mitarbeiter aus der Kernmannschaft sind nicht mehr dabei. Mit den Tieren zu arbeiten, auf den Feldern oder im Garten, das halten die wenigsten lange durch. Braucht ihr Hilfe? Mhm. Hallo, Baby. So, siehst du. Ja, die sind halt einfach noch ein bisschen, sind halt Säuglinge, 2 Tage alt. Die checken noch gar nichts. Aber irgendwann checken sie es. Ja, ist gut. Ist gut, Fritz. Ruhig, ruhig, ruhig. Viele kommen nur für kurze Zeit hierher, wollen das ursprüngliche Landleben kennenlernen. Andere sind aus ihrem Beruf ausgestiegen und auf der Sinnsuche. Kathi kommt aus Berlin. Sie hat vor kurzem Abitur gemacht und will sich jetzt erst mal umschauen. Clara ist gelernte Sozialassistentin und hat sich eine Auszeit genommen. Der Ort ist einfach, der macht irgendwas mit mir. Und ja, ich komme ja eigentlich aus der Stadt, aber hier, keine Ahnung, ich stehe morgens auf und es macht alles so richtig Sinn für mich und ich habe Lust, was zu tun und ach, es ist einfach schön. Für Kost und Logis arbeiten, das passt. Aber es ist harte Arbeit. Ja, aber es ist nicht so schwer. Also es macht so extrem Spaß und ich habe so viel Energie, das zu machen. Und so geht es, glaube ich, allen hier, dass die Bock auf die Arbeit haben. Und deswegen ist es schön. Beide Söhne von Bauer Jörg Altmann arbeiten jetzt hier mit. Der 18-jährige Ingvar hat die Schule beendet. Und der 19-jährige Lukas hat in Baden-Württemberg Büchsenmacher gelernt. Beide übernehmen immer mehr Verantwortung. Vielleicht kann man ja auch mal durchgucken hier. Kann man da durchgucken? Der ist dicht. Dicht. Ja, dann ist das ein Überdruckventil. Die drei kümmern sich jetzt um die alten Traktoren und Maschinen. Denn die brauchen ständig Pflege und Betreuung. Ich habe ja auch gerade gegengedrückt. Gut. Sonst hat sich Gerald um den alten Fuhrpark gekümmert. Doch der ist ausgestiegen. Arbeitet jetzt woanders für mehr Lohn. Kannst du rausziehen? Ihre neueste Errungenschaft, dieser Trecker. 31 Jahre. Einer der jüngsten. Und zickt schon rum. Wir haben den getauscht. Wir hatten ein ähnliches Modell. Der hatte aber, war mit Pflegebereifung ausgestattet. Und wir brauchten einen mit, der ordentlich was heben kann mit Frontlader. Und dann haben wir den sozusagen, den einen verkauft und den haben wir gekauft, weil der ist für uns passender. Auf ihren 25 Hektar Land rund um den Hof haben sie verschiedene Getreidearten angebaut. Ölsaaten, darunter auch Senf, Kartoffeln und Lupinen.
Vor rund 14 Tagen hatte Jörg das Grünland mit einem Luzerne-Kleegras-Gemenge gemäht. Jetzt will er das Heu zum weiteren Trocknen umschwaden. Mit dem alten Sonnenradschwader aus den 70ern. Sie werden in diesem Jahr weniger Heu ernten als letztes Jahr, das ist ihm jetzt schon klar. Erst das kalte Frühjahr, dann kaum Regen. Jetzt kommt es darauf an, den richtigen Zeitpunkt zum Umschwaden zu erwischen. Wir müssen immer sehen, dass die Blätter noch diese Feuchtigkeit behalten, dass die jetzt, wenn ich sie drücke, nicht zerbröseln. Sonst würden die Blätter uns einfach beim Wenden durch das Schleudern und durch die mechanische Einwirkung würden die Blätter alle abfallen. Und dann wäre das Heu nicht so wertvoll für die Fütterung. Denn wir wollen ja eine angemessene Milchleistung haben bei den Kühen und die Kühe gut ausfüttern. Und hier, das ist noch nicht so ganz trocken, aber ich denke mal, in 2 Stunden werden wir, wenn das Wetter so bleibt, werden wir einfach noch mal den nächsten Anhänger pressen. Der Hofladen. Hier arbeiten 8 Festangestellte. Neu dabei? Henning Schulze. Er presst heute Walnussöl. Nur eines von 26 verschiedenen Ölen, das sie mit ihren speziellen Ölmühlen herstellen. In Rohkostqualität, wie sie es nennen. Auch was übrig bleibt, der Presskuchen, wird gern zum Backen gekauft. Was nicht verkauft wird, ist Futter für ihre Tiere. Henning wohnt außerhalb, wie alle, die im Laden arbeiten. Fast jeder auf dem Hof ist Seiteneinsteiger. Er nicht. Ich war fast 20 Jahre lang selbstständiger Landwirt in Sachsen-Anhalt. Mit einem Milchviehbetrieb mit ungefähr 120 Milchkühen. Es hat einen Bruch gegeben in meinem Leben. Und da habe ich dann gesagt, jetzt einfach mal nicht mehr so viel Verantwortung. Einfach mal ein ruhiges Leben. Was heißt ruhiges Leben? Aber gemütlich und ja, geregelt halt, ne? Die Festangestellten bekommen Mindestlohn. Das reicht. Ich sage immer, Geld ist nicht alles. Also das ist, mir ist es jetzt wichtig, dass ich vernünftig leben kann. Und ich bin jahrelang dem Geld hinterhergejagt. Das möchte ich nicht mehr. Der Bauernhof ist rentabel, weil alles hier direkt vermarktet wird. Ohne Großhandel. Auch die selbstgepressten Öle. Sie stammen aus eigenem Anbau oder aus zugekauften Biosaaten. Yvonne Schünemann ist seit mehr als 10 Jahren dabei. Ja, ich verpacke jetzt Leinöl. Das verschicke ich jeden Tag. 5-mal die Woche an Kunden, an Bioläden. Weiter weg auch, deutschlandweit, auch mal Österreich. Im Verkauf steht heute Marie Schümann. Die Kunden können wählen zwischen zugekauften Bioprodukten und Ware vom Hof. Marie hat in der Urlaubszeit für einige Wochen hier ausgeholfen. Die meisten Kunden kommen aus der Umgebung. Und jetzt, in der Saison, sind auch viele Touristen da. Dann noch einen schönen Tag für Sie. Ja, danke gleichfalls. Danke. Ja, es ist irgendwie so ein ganz ruhiges Arbeiten, so sehr, ja, und halt eine schöne Umgebung. Also, ja, das macht für mich voll viel aus. Moin. Moritz Ahlhorn hat viele Jahre auf dem Hof gearbeitet. Zuletzt war er gemeinsam mit Jörg Geschäftsführer. Parallel dazu hat er eine Ausbildung zum Osteopathen gemacht. Er kommt aber noch regelmäßig. Heute macht er Urlaubsvertretung, bearbeitet Aufträge und Bestellungen. Ich fühle mich auch nach wie vor wohl hier. Und wie war der Verdienst für ihn? Wenn ich meine Zeit hier hochrechne und mit anderen Branchen vergleiche, dann bin ich hier auch ganz mager rausgegangen. Aber
Das war auch bewusst gewählt. Also das muss man auch immer noch wieder dazu sehen. Wenn man das nur rein finanziell sieht, dann ist man in der falschen Branche. Das sehe ich so. Aber welche Freiheiten, welchen Mehrwert so ein ganzer Betrieb oder auch das Leben auf so einem Hof mit sich bringt, das ist für etliche von außen sowieso kaum zu begreifen und selbst auch die, die sich hier dann ausprobiert haben, manchmal nicht zu greifen. Diese Technik, die wir hier verwenden, das ist 1970, das ist 1960. Der Anhänger ist auch so 1960. Und wir benutzen diese Technik, die nicht so viel Natur vernichtet. Mhm. Aber eigentlich ist es total unwirtschaftlich. Und somit der ganze Betrieb. Und das verstehen, einige Leute verstehen es, aber andere Leute können es nicht verstehen. Diese Technik, muss man sich aber vorstellen, die wurde von Menschen mal gebaut, 1960, und die funktioniert immer noch einwandfrei. So, genau. Also du wolltest ja auf dem Anhänger mal gerne mitmachen. Mhm. Und Ingwer wird packen. Du nimmst die Ballen ab aus der Rutsche und ich fahre jetzt einfach mal los und wir gucken mal, ob es was wird. Zusammen mit Jörgs Sohn Ingwer ist die Schülerin Maureen heute bei der Heuernte dabei. Mit total unwirtschaftlich meint Jörg, bei ihrem alten Fuhrpark müssen sie viel mehr Aufwand betreiben, mehr menschliche Arbeitskraft einsetzen als in der modernen Landwirtschaft. Die Kleinballenpresse hält ganz ökologisch mit Sisalbändern das Heu zusammen, nicht mit Plastik. Ingwer muss nachstellen, damit fester gebunden wird und das Heu nicht rausfällt. Im Vergleich zu den Äckern der konventionellen Landwirte rechts sehen Jörgs Felder wie schmale Streifen aus. Feder verstopft. Echt? Ja. Kann nicht sein. Ingwer, nein. Ist der Tank leer? Nein, der ist voll. Das kann doch nicht sein, was er nur hat. Naja, dann müssen wir einen anderen Träger davor spannen. Schade, das läuft so gut mit dem hier. Naja, bis jetzt haben wir ihn immer wieder hingekriegt. Wir haben ihn ja schon komplett auseinandergebaut auch. Mal gucken, ne? Mach ich zu doll. Mit Heu gehe ich erfrischen. Oh, das ist schmierig. Der ist verstopft. Du hast noch einen zweiten Filter dabei. Nein. Wir haben keine neuen Filter mehr. Oh. So, wollen wir mal einmal. Ich hab Spritfilter verstopft. Oder der saß eben nicht ganz gut. Vielleicht ist es auch das. Hier schlägt was Bläschen jetzt. Okay, ich starte mal. Vorsicht. Am Spritfilter hat's gelegen. Und sie hatten vergessen, den Benzinhahn ganz aufzudrehen. Geschafft. Problem gelöst. Weiter geht's mit dem fast 50 Jahre alten John Deere Trecker. Dieses Jahr werden sie deutlich weniger Heu einfahren. Es war einfach zu trocken. Sie werden zusätzlich Haferstroh als Futtermittel aufpressen, um über die Runden zu kommen und kein Futter kaufen zu müssen.
Das ist erst eine. 12 Heufuhren kommen insgesamt noch. Das war 1960 noch normal auf dem Land. Und jetzt findet das kaum noch irgendwo statt, ne, was wir hier machen. Da gibt es überall nur diese Rundballen. Ist nachher komplett voll, bis in die Spitze rein. Ja, kann ich noch gar nicht. Das ist, muss alles voll und dann reicht's für den Winter. Ja. So ist eben, was wir jetzt an Heu haben, reicht für die Kühe 70 Tage. Und dann haben wir noch die Ochsen, die Ziegen, die Schafe. Also das ist, wir sind am Anfang der Geschichte. Ja. Es ist schon körperliche Arbeit, aber irgendwie erfüllt es mich auch sehr. Macht mir sehr Spaß. Oh. Nee, das ist Fitnessstudio. Die Erntezeit ist immer die härteste Zeit auf dem Hof. Aber auch sonst geht die Arbeit hier nicht aus. Bauernhof ist kein Ponyhof. Aber Bauernhof ist auch Paradies. Muss man hart dafür arbeiten und wird dafür auch reichlich entlohnt. Das Paradies ist einfach diese Aufgabe, jeden Tag was Sinnvolles zu machen, etwas zu erschaffen, wo wir daran teilhaben können, wo Besucher daran teilhaben können, aber vor allem die Umwelt. Schaut euch um. Die ganze Diele hier ist ein einziges Einflugloch mit Schwalben. Hier sind ungefähr 60 Schwalbenpaare auf dem Hof, die sich hier komplett austoben, weil sie hier noch brüten können, weil sie hier überall Nester haben und sowas, weil sie auf der Schweinesuhle ihr Nestbaumaterial holen. Ich finde, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, um die Natur zu erhalten. Und das soll der Unterstand für ihren auch nicht mehr ganz so jungen Mähdrescher werden. Den haben sie im letzten Jahr gekauft. Jörgs Sohn Lukas kümmert sich neben dem Fuhrpark um alle Gebäude. Unterstützt von Reetdachdecker Kai Riemann. Der lebte einige Jahre als Freund der Familie auf dem Hof. Hat schon damals kräftig mitgeholfen. Ich bin ja öfters hier noch auf dem Hof, weil ich ja sehen muss, was die nächste Generation mit dem Hof macht. Ne? Und dann muss ich aufpassen, ne? Und helfen. Lukas wollte nach seiner Büchsenmacherlehre ohnehin hierher zurück. Das könnte ja passen, ne? Ich bin ja sozusagen jetzt als Bauer selbstständig. Ich habe hier meine Ruhe, kann mehr oder weniger machen, was ich will, kann das gestalten, ob das jetzt ein Gebäude ist oder irgendwas anderes. Ja, das finde ich gut. Er muss oben rüber, das ist ganz klar. Ja, ja. Aber was machen wir denn? Ob er den Hof mal übernehmen will? Ich will den auf jeden Fall mit übernehmen, nur sehe ich mich da jetzt nicht als den Bauern sozusagen in Hauptverantwortung. Zwei Brüder hat er ja auch noch. Rückblick. Ihr altes Schätzchen haben sie im letzten Jahr ausgemustert. Den Mähdrescher Klaas Matador Standard aus den 60ern, der ihnen so gute Dienste geleistet hatte. Auch um den hatte sich Gerald gekümmert, der inzwischen nicht mehr da ist. Der ist sozusagen, ist der Mähdrescher gut gewartet und der ist gepflegt. Aber es gibt Reparaturen, die stehen einfach an und die müssen gemacht werden. Und an die trauten sie sich ohne Lukas letztes Jahr noch nicht ran. Im Emsland haben sie ein anderes Modell gefunden, nicht ganz so alt. Und der soll bald kommen. Wunderbar. Die junge Sarah Trageser steigt da gerade als Tierpflegerin bei ihnen ein. Sie kümmert sich vor allem um die Ziegen. Der Schülerpraktikant Janeus hilft. Auch Sarah hat eine ganz andere Ausbildung. Studiert habe ich Sozialpädagogik und Management. Und
habe einfach mal vor 2 Jahren hatte ich Lust, auf einem Bauernhof zu arbeiten und wollte gar nicht mehr gehen. Aber weil ich noch im Studium hing, ja, konnte ich nicht da bleiben. Und jetzt nach dem Abschluss klappt es. Und deswegen bin ich hier. Generell das Leben mit Tieren finde ich einfach sehr schön. Ja, bereichert das Leben. Genau. Will sie länger bleiben? Das habe ich vor. Aus der Ziegenmilch wird sie später Frischkäse machen. Für den Laden und die Mitarbeiter. Und dann ist er da. Ein Monster. Aber der steht ja top da, der ist gepflegt. Der Vorbesitzer hat den immer schön trocken gestellt, immer schön Wartung gemacht. Und jetzt gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Ich glaube, wir haben Rückabflug reinkommen. Ist auch schwer, da reinzukommen. Das ist ganz schön eng. Ne? Hinten drängeln schon die Autofahrer. Na, was sagst du? Also. Kannst du wieder lenken? Jetzt kann ich noch vor zurück. Ja. Ja, wir haben uns ein bisschen festgefahren hier mit dem Schild und dem Baum. Deswegen schrauben wir jetzt das Schild ab, in der Hoffnung, dass es dann weitergeht. Schraube ja. So. Oder geht eigentlich? Der Neue ist auch schon mehr als 40 Jahre alt. Stopp! Sarah packt überall mit an. Kupplung getreten. Okay, das habe ich mir gedacht. Das heißt, wir müssen hier aufs Start gehen. Vorglühen? Nee, vorglühen nicht. Der war nicht aufs Start gestellt. Ah ja, okay. Jetzt geht's los. Nebenan im Garten hilft Jörgs Freundin, Ulrike Egel. Sie ist Professorin für soziale Arbeit in Erfurt. Das Unkraut hat sich breit gemacht. Sie hilft immer mit, wenn sie da ist. Gerade ist sie im Homeoffice. Wenn ich das den ganzen Tag machen würde, würde ich wahrscheinlich Rückenschmerzen haben und nicht mehr geradeaus laufen können. Habe ich auch, wenn ich den ganzen Tag am Rechner sitze, habe ich auch Rückenschmerzen und kann nicht mehr geradeaus laufen. Und ich mache jetzt hier eine Reihe, nehme ich mir jeden Tag vor. Und dann mache ich was anderes und dann ist gut. Also dann bin ich hier 1-2 Stunden im Feld und dann pule ich Knoblauch oder gehe zu den Kühen oder mache irgendwas anderes. Ursprünglich waren 3 Vollzeitgärtner für den 5000 Quadratmeter großen Garten tätig. Allen dreien wurde gekündigt. Zu wenig Gemeinsinn, zu wenig wirtschaftliches Denken, so hat der Chef begründet. Jetzt bauen sie weniger Kulturen an, ziehen keine Jungpflanzen mehr vor, bis auf die Tomaten. Arne von Straten hat sich als Gärtner beworben. Vorher war er 2 Jahre in einem Gemüsebetrieb. Zum Hof gehört auch das große Gewächshaus. 4 verschiedene Tomatensorten sind neben Gurken üppig gewachsen.
So, hier unten könnte mittlerweile etwas entlaubt werden, damit die Früchte auch alle ausreichend Sonne bekommen. Wir haben von den Außenflächen jetzt einiges gefräst, nachdem wir geerntet hatten. Das wäre natürlich theoretisch jetzt alles für weiteres Gemüse oder hätte zur Verfügung gestanden. Aber das ist vom Arbeitsaufwand einfach nicht zu bewältigen gewesen. Damit hatten sie nicht gerechnet, wie schwer es sein würde, das Schneidwerk vom Anhänger zu kriegen. Scheiße. Also zur Not nehmen wir das Schneidwerk ab. Wenn wir merken, der Frontlader will das nicht, ja, dann nehmen wir das vom Wagen runter. Ist ja kein Thema. Ja. Vielleicht klappt es ja mit dem Frontlader. Doch mit der Gabel kommen sie nicht richtig ran. Jetzt muss Plan B her. Mit einer selbstgebauten Holzrampe könnte es vielleicht gelingen. Auflegen, dass das Rad nicht runterfällt so einfach und dass er höher bleibt, damit er hinten nicht schrabt. Alles, was sie noch irgendwo an Bohlen haben, holen sie jetzt ran. Ziemlich blechig hinten. Das sieht nur so stabil aus. Jetzt habe ich mir das schon vorhin gedacht. Umso dicker das Pfanne wird, kannst du Pfanne nochmal hoch. Fahr mal ein Stück zurück, glaube ich, oder? Ja, das passt. Nee, das passt. Da kommst du rauf. Noch diese Bohle, damit das Schneidwerk höher kommt. Sonst knallt das Schutzblech hinten auf. Das war ein Akt, ja. So haarscharf wie immer. Und ihr alter Klaas Matador Standard von 1964 hat auch einen Käufer gefunden. Für 2000 Euro geht er an Nebenerwerbsbauer Thomas Langhans. Hier haben wir immer so eine, weil das ja hier sonst reinregnet, haben wir immer so eine, so ein Eimer drauf, genau. Im Grunde drischt diese Technik noch so sauber und ist eigentlich auf dem Stand der Technik wie die Technik von heute. Etwas hat Jörg noch vergessen. So, jetzt übergebe ich hier feierlich noch hier den Ersatzteilkatalog. Original von 1964. Thomas Langhans wird ihn gut gebrauchen können. Bis zu seinem kleinen Betrieb, ein paar Dörfer entfernt, sind es nur wenige Kilometer. Das Kartoffelfeld braucht jetzt besondere Pflege. Ein Schülerpraktikant hilft mit, die Kartoffelkäfer abzusammeln. Denn die haben sich stark vermehrt. Auch die Larven des Käfers sind schon sehr gefräßig.
können großen Schaden anrichten. Weder Larve noch Käfer überleben im Glas mit Wasser und Spülmittel. Sehr mühsam. Aber es ist die einzigste Methode, möglichst nachhaltig den Kartoffelkäfer entgegenzuwirken. Und wir setzen ja auf Handarbeit und auf mechanische Feldbewirtschaftung. Deswegen ist das die einzigste Möglichkeit für uns. Auch Jörgs jüngster Sohn Alwin ist heute dabei. Wir können die Fraßschäden ein bisschen minimieren durch diese Arbeit. Aufhalten können wir es nicht. Das haben wir noch nie geschafft. Aber wir können hoffen, dass die Kartoffeln sich dann noch eine Chance haben, sich auszubilden, bevor das Kraut komplett den Käfern zum Opfer fällt. Dann wäre auch die Kartoffelernte verloren. Bevor sie mit ihrem Dominator 76 das erste Mal dreschen können, ist noch einiges daran zu tun. Ja, das ist doch gut so. Was jemand mitbringen soll, der hier mitgestalten möchte, ist auf jeden Fall eine tiefe Freude einfach an diesem Tun und Gestalten. Und wenig Verpflichtung nach außen. Oder wie viel Zeit braucht jemand außerhalb der Hofanlage noch für sein Leben. Und da braucht es eher Leute, das müssen die Leute auch erkennen, die hier sind. Es braucht eigentlich einen Großteil der Lebenszeit, wenn man hier ist, für die Aufgabe Hof. Das bringt so eine Aufgabe einfach mit sich. Heißt, sich mit Haut und Haaren einsetzen. Viele, wie Sarah, leben auch auf dem Hof. Jörgs ältester Sohn Lukas kann seine handwerklichen Fähigkeiten als Büchsenmacher hier gut anwenden. Die Messer des neuen Mähdreschers sind nicht mehr die besten. Alten und klapprigen Messer, also einige davon können wieder reingenietet werden, aber müssen halt einmal raus, weil die Nieten nachnieten ist meistens nicht so einfach. Und einige müssen auch raus, weil das irgendwie die falschen sind oder weil sie zu runter sind. Das hier zum Beispiel ist verbogen und abgenutzt. Wo sind wir denn hier? Auch Sohn Ingvar ist im Einsatz. Bevor es ans Dreschen geht, müssen Sie den optimalen Erntezeitpunkt mit der richtigen Getreidefeuchtigkeit finden. Schöne große Körner, ne? Oh, sehen die gut aus. Und kein Mutterkorn. Mit dieser Apparatur können Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Getreidekörner genau messen. Bis unter 13. Ja. Also in einer Stunde geht's los. Habt ihr Messer fit? Fast. Toll. So. Ready. Lukas und Kai brauchen nur noch die Messer einzusetzen. Und dann geht's los. Zum ersten Dreschen mit dem Dominator 76. Langsamer und dann die nächsten Bahnen vielleicht ein bisschen schneller, dass wir mal gucken können. Mehr als 8 Tonnen Weizen ernten sie insgesamt auf diesem Feld. Das ist ein himmelweiter Unterschied zum anderen.
Und ich habe geweint. So. Ach Mensch, bin mal aufgeregt. Ja, fällt eine Last ab, dass wir diese Ernte reinkriegen. Schon toll. Trotz des trockenen Jahres sind sie mit ihrer Weizenernte sehr zufrieden. Und dann das. Sarah hat eine Knochenentzündung. Ich glaube, dass ich einfach meine eigene Grenze überschritten habe. Muss ich jetzt halt auf meinen Körper hören, langsam machen, vielleicht nicht mehr ganz so schwer heben. Trotz Fußverletzung macht Sarah aber nach wie vor viel. Bestehen bleibt auf jeden Fall das frühe Aufstehen und das Melken. Ziegen versorgen in der Früh. Und was sonst noch so gemacht werden muss, sagt sie. Wie morgen zwei Böckchen schlachten. Auf einem Bauernhof sind die Arbeitstage lang. Irgendwann ist auch mal fertig, ne? Dann um 21 Uhr zu sagen, gut, wir haben jetzt Feierabend. Nachdem ich um 6 Uhr in den Stall gegangen bin, das ist schon einfach sehr lang. Sarah hat den Hof verlassen. Sie arbeitet jetzt auf einem anderen Ziegenhof im Wendland. Die Anzahl der Ziegen haben sie reduziert, damit die Arbeit auch nicht mehr so aufwendig ist. Um sie kümmert sich nun Noah Hansen. Sie war vorher woanders im Gemüsebau tätig. Jetzt haben sie noch 3 Milchziegen und deren Nachwuchs. Ich habe hier das gefunden, was ich gesucht habe. Ein Hof, wo man einfach von Anfang bis Ende alles selber macht, wo ich genau weiß, wo es herkommt. Ich will meinem Körper was Gutes tun und hier finde ich alles. Ich finde Lebensmittel, die wir selber machen. Und ich habe das Gefühl, ja, Verantwortung zu übernehmen für etwas und dafür auch immer was zurückzubekommen. Ziegen sind sehr wählerisch. Sie bekommen zusätzlich noch frische Kräuter. Ich habe Angst davor, dass ich mal Langeweile habe. Also ich bin ganz froh, dass ich hier wirklich einen vollen Tag habe. Ich bin jemand, der das wirklich braucht. Aber ich weiß, dass es viele gibt, die das nicht können. Und ja, ich glaube, deswegen gehen auch viele, weil sie einfach merken, dass es für sie nichts ist. Ist es vielleicht nichts für viele andere, weil die Arbeit zu schwer ist? Nein, weil man einfach wenig Zeit für sich hat. Also die Tiere, da gibt's keinen Sonntag. Du kannst nicht sagen, am Sonntag fahre ich ans Meer, dann mache ich nichts. Die Tiere haben am Sonntag auch Hunger. Der Stall muss auch am Sonntag gemacht werden. Auch um die Schweine kümmert sich jetzt Noah aus Rostock. Sie ist hier als Praktikantin für Kost und Logis. Sie will so lange bleiben, bis ihr Bauchgefühl ihr sagt, jetzt wird's Zeit weiterzuziehen. Die ist tragend und die ist hier. Weil ohne die Sau würden die Ferkel, also wir hatten die alle oben, wir hatten die Sau mit den Ferkeln oben, aber die Ferkel sind einfach immer durch den Zaun gelaufen. Der Strom war denen egal. Und deswegen haben wir sie wieder runtergeholt und damit die Ferkel uns nach unten folgen, haben wir die Sau mitgenommen, weil das ist die Mutter. Der ist besser. So. Beim Unterstand für den Mähdrescher geht's mit gemeinsamer Kraft voran. Nochmal. Gut. Wenn wir uns jetzt nicht vermessen haben, passt das. Aber warte mal, ich lass ihn mal ein bisschen gerade stellen. Okay, wir lösen jetzt. Nee, du nicht. Sie benutzen hier viele ältere, bisher unverbaute Balken. Warte, du, lass du mal weg da. Ja. Das war aus Versehen. Der sollte hier eigentlich gar nicht stehen. So. Also 4 cm nach da. Die Balken fürs Dach sind noch jünger. Das ganze Holz stammt aus ihrem Wald. Und Feldsteine als Fundament. Halt! Weil das kann ich auch noch bleiben. Die Bauzeichnung haben sie selbst gemacht. Aber sie haben auch einen Profi eingeschaltet. Ja,
Es hält 100 Jahre sowas. Sag ich jetzt einfach mal, weil so alt werde ich ja nicht. Ja, leicht. Wir bauen extra für extreme Windlagen. Das Ganze hat uns dann auch noch ein Zimmermannsmeister ausgerechnet. Das war auch noch mal wichtig. Der hat hier auch mit Hand angelegt. Und ja, da sind wir sowieso zuversichtlich. Ne? Lud setzt die frische Ziegenmilch an, um daraus morgen Frischkäse herzustellen. Auch Dickmilch. Alles selbst gemacht. Besonders gern ist er in der Käsekammer. Er probiert auch immer wieder neue Rezepte aus. Am besten läuft der Naturkäse. Einfach Schnittkäse von der Kuh, Natur. Der Geschmack der Menschen ist eher so das Milde. Die Jungkäse finden immer einen hohen Absatz. Und hier in der Käsekammer ist quasi so mein Reich. Da bin ich immer für mich. Und das liebe ich auch. Also wenn ich dann einfach für mich und meine Käse so die Ruhe habe, das liebe ich. Sein Ziel, mal einen eigenen Hof zu führen. Den sucht er noch. Also wenn man zum Beispiel Käse machen kann, dann ist man so unabhängig, da kann man einfach sich eine Kuh halten irgendwo, Käse davon machen und dann kann man den Käse verkaufen. Und dann hat ausgesorgt erstmal und kann damit Geld verdienen. Alles Schnittkäse von den drei Milchkühen. Am Dominator 76 gibt's immer was zu reparieren oder umzurüsten für die nächste Ernte. Wie hier für die Senfsaat. Wagenheber kann ich sonst holen, wie du willst. Ja, oder ein Gummihammer oder so. Hammer. Na, das ist wirklich. Nee. Das federt, ne? Das macht nichts. Nee, dann hol ich den Wagen. Die größte Herausforderung ist für mich sozusagen Mitarbeiterführung. Naja, es ist schon so, dass auf diesem Betrieb sehr individuelle Menschen auch sind. Und wir haben ja nicht hier so einen, sagen wir mal, Führungsstil oder sowas, dass auf absolute Pünktlichkeit geachtet wird oder dass irgendwie eine Arbeit die ganze Zeit kontrolliert wird. Es ist sehr viel Freiheit hier für jeden, der hier mitmacht. Und manche Menschen können damit sehr gut umgehen, aber für manche ist es schwierig, das zu verstehen, wie man mit dieser Art von Freiheit umgehen kann, dass es gelingt. Der Nachwuchs von den Ziegen und Schafen. Ich bringe die raus, weil ich von den Müttern abgesetzt habe vor ein paar Tagen. Also waren die paar Tage hier drin. Dann beruhigen die sich erstmal, dann ist der Trennungsschmerz weg. Jetzt denken sie, okay, ich komme ohne Mama klar. Und dann kann ich sie runterbringen zur Bockherde. Ist gut, ist gut. Lud will hier so viel wie möglich lernen. Seit 2 Jahren lebt er auf dem Hof. Hund Fritz ist seit gut einem Jahr bei ihm. Inzwischen ist Lud die rechte Hand von Bauer Jörg. So. Ihr bekommt Zuwachs. In sein altes Leben als Drucker will er nicht zurück. Ich habe meine Ausbildung in der Industrie gemacht. Ich hatte 40-Stunden-Woche, ich hatte 3 Schicht. Ich war am Ende. Ich habe ein Wochenende gebraucht, dass ich mich irgendwie erholen kann. Und hier ist es so, hier stehe ich zwar auch ziemlich früh morgens auf, aber wenn ich nicht mehr kann, weil ich erschöpft bin, dann lege ich mich hin. Und wenn ich draußen auf dem Acker erschöpft bin, lege ich mich auf den Feldweg und schlafe. Er legt sich zu mir und wir schlafen eine halbe Stunde, bin ich wieder fit und mache wieder weiter. Hier ist erstmal mir die Luft wieder zum Atmen gegeben worden.
Ich verdiene hier ganz viele Erfahrungen. Ich ernte unheimlich viele Eindrücke. Und finanziell gesehen verdiene ich hier genug, dass es mir zum Leben reicht. Und ich habe jetzt in meinem Leben mehr Geld und kann mir mehr auf die Seite legen als zuvor, als ich noch als Drucker gearbeitet habe, weil da war ich noch in der Welt, in Hamburg zum Beispiel, wo das Leben wahnsinnig teuer ist. Man überall zack, 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 Kleinigkeiten, aber die Kleinigkeiten sind am Ende so ein Berg. Ich verdiene 500 Euro und damit bin ich komplett zufrieden. 500 Euro netto. Plus freie Verpflegung und Unterkunft. Das Schöne ist ja, wir brauchen kein Benzin, wir brauchen kein Akku, kein Strom. Die Dinger funktionieren immer und machen eine super Arbeit und keinen Lärm. Einfach nur schön. Jörg will Arne das Mähen mit der Sense beibringen. Mit dem Unkraut füttern sie die Schweine. Guck mal, so ganz leicht nur in der Hand. Und die gleitet hier trotzdem. Total, deswegen ist das absolut ermüdungsfrei zu mähen, weil sie von alleine liegt. Hier in der Schräge ist auch nicht das allerbeste Anfängerterrain. Die ersten Monate hat Arne geschafft. Zwischenbilanz. Ist anspruchsvoll. Man muss schon priorisieren, denke ich. Also alles vollumfänglich zu bewältigen, ist dann manchmal schwierig. Wird er bleiben? Oh, das wird sich zeigen. Ich werde erstmal die Saison ordentlich zu Ende machen und dann werden wir das Ganze bewerten. Etwas später hat auch Arne den Hof verlassen. Morgen, Mädels. Ja, 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 ja. Mach mal Platz, mach mal Platz. Komm rein. Mathe- und Wirtschaftslehrer Manuel Linz aus Bayern macht ein Sabbatjahr. Er ist seit 2 Wochen hier und will noch 6 Wochen bleiben. Guten Appetit. Ich wollte einfach mal was anderes machen. Durchaus auch mit körperlicher Arbeit und draußen sein ist schön. Ist halt durchaus was anderes als am Schreibtisch sitzen oder in der Schule stehen. Ne? Und ja, das ist jetzt für mich einfach eine Auszeit. Bisschen Horizont erweitern, was Neues kennenlernen, körperlich arbeiten. Also biologische Landwirtschaft interessiert mich schon seit einiger Zeit. Im Internet ist er auf den Hof gestoßen. Und der hat ihn besonders interessiert, weil er so vielfältig ist. Na, habt ihr schon gearbeitet, Mädels? Oh. Ja, sieht doch gar nicht schlecht aus. Das Eier einsammeln und auch das Ausmisten gehören zu seinen Aufgaben als Wofer. Ein oder raus? Viel Arbeit. Ja, es ist schon der ganze Tag gut ausgefüllt. Andere Leute gehen ins Fitnessstudio. Ich gehe auf den Hof. Habt ihr den Eimer auch leer gegessen? Gut aufgeräumt. Neben den Hühnern kümmert sich der Lehrer auch noch um das Grünfutter für die Ziegen und Schweine. Er ist auf dem ganzen Gelände dafür im Einsatz. Doch die anstrengende körperliche Arbeit hat Folgen. Seine Hände schmerzen so sehr, dass er eine Woche aussteigen muss. Ich würde jetzt nicht für alle Zeit hier bleiben wollen. Ich glaube, also immer mal wieder herkommen, das ist was anderes. Aber jetzt sozusagen fest auf dem Hof bleiben,
Ich glaube, nee, das wäre nicht meins. Ich habe dann zu gern zwischendrin auch einfach mal eine Zeit lang frei, wo ich sozusagen, ja, wo ich keine Verantwortung. Und das ist schon, eine gewisse Verantwortung ist schon. Die maulen, wenn sie nichts zu fressen kriegen. Und die Schweine erst recht. Endlich ist auch der Unterstand für den Mähdrescher fast fertig. Auf dem Hof arbeiten nun weniger Menschen als noch vor einem Jahr. Ich finde es so schön wie noch nie. Das liegt daran, weil auch die Leute, die da sind, die sind irgendwie mit, also einige davon sind mit Haut und Haaren da, so ganz da. Und es funktioniert, ohne dass wir viel miteinander sprechen müssen. Und wir sind ja ein Urbauernhof und wir leben das ein Stück weit auch, dass die Arbeit ein großes Stück weit auch Lebensinhalt ist. Alter! Arbeit ohne Ende. An dem alten Bauernhaus von 1860 will Lukas zusammen mit Lud eine Tür reparieren. Hoch? Ja. Hui! Ein Stück rüber noch, oder? Ah, oh, schraub hin! Oh. Heiligsblechle. Die ist seit 30 Jahren kaputt. Und die wurde schon mal irgendwann gepflegt. So dürftig. Das war auch nicht schlecht, aber das nervt. Vor allem stoßen sich die etwas größeren Leute immer den Kopf, weil bis dahin noch so ein Brett davor geschraubt war. Lukas geht die Sache ganz fachmännisch an. Weil die alle mit der Hand gehobelt sind. Ich mache jetzt hier Bretter rein, dass die Tür wieder ist, wie sie mal war. Obwohl hier ursprünglich gar keine Tür drin war in dem Tor. Das war einfach nur ein Tor, was man im Winter zugemacht hat. Hier hat es 33, also hobe ich das jetzt auf 33 in etwa. Die Haltung insgesamt macht mir viel Spaß, das alles so ein bisschen historisch zu restaurieren wieder. Seine Brüder und er werden hier auf jeden Fall weitermachen. Normalerweise sagt man ja auch, der Vater baut es auf, die Söhne erhalten es und die Enkel reißen es ein. Also eine Generation haben wir noch.